Hallo, mein Name ist John Gracer. Seit meiner Kindheit bin ich vom Paranormalen besessen. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Ist das Paranormale wirklich oder nur ein Hirngespinst? Kommt mit meinem Team und mir auf die Spur des Paranormalen und lasst es uns beweisen. Wir haben die beste und aufwendigste Ausrüstung, die es überhaupt zu kaufen gibt. Wir gehen an Orte, die keiner wirklich betreten will. Wow. Drop das Kreuz! Seid jetzt auf jeden Fall mit dabei. Wir sind Spook Squad. Lucy Corrigan, Alter. Corrigan? Ja, Corrigan. Finde mit dem EMF-Messgerät Beweise für das Übernatürliche. Zeichne ein paranormales Geräusch mit dem Parabolmikrofon auf. Verwende das Kruzifix, um den Geist an der Jagd zu hindern. Oh nein! Okay, let's go. Auf ein neues. Ich hoffe, dieser Geist ist vielleicht ein bisschen netter gestimmt. Weil der geht mir übel auf den Sack gerade hier, die Geister. Okay, Steffen ist besessen. Den treibt man das raus. Ich muss raus. Let's go. Oh ja. Ja, sehr beruhigend, das Wetter. Schön. Hey, die Tür ist schon halb offen. Die ist hier. Die spukt auch schon. Warte mal, lasst mich mal ganz kurz einen Orb glotzen. Orb ist gar nichts. Die Dusche ist angegangen. Oh ja, bei dir hat sich gerade die Türe bewegt. EMF 5. 5. Ja, machen wir die Dusche aus hier. Wollen ja nicht verschwenderisch sein. Was soll der Scheiß? Eigentlich. Bring Licht. Kamera steht. Ich versuche mit ihr zu reden. Hallo. Die Dusche bleibt jetzt mal aus, ja? Wo bist du? Wo bist du? Wie heißt sie nochmal? Lucy Corrigan, wo bist du? Die Heizung ist es. Ist die Heizung? Die Heizung. Alter, die hat gerade hinter mir die Türe zugemacht. Die ist hier, warte, lasst mich mal kurz alleine im Haus. Vielleicht babbelt die dann mit mir. Okay, die wirft hier aggro Sachen rum, die ist schon voll pisst, Alter. Schreib in das Buch, wenn du hier bist. Wo bist du? Bist du frustriert? Möchtest du duschen? Alter. Wo bist du? Wie geht es dir? Hast du Hunger? Okay, die hat keinen Bock mit mir zu reden. Die schmeißt die Zahnpasta nach mir und so. Vielleicht ist sie Mundgeruch? Weiß ich nicht. Kannst selber nicht beurteilen. Kommst du mal her? Ins Badezimmer? Schreib in das Buch! Hab ich da Lust zu? Hier, riech mal. Mockt es arg? Der Tod. ich hol auch nochmal kurz neues Equipment. Geiles Wetter. Ist natürlich die perfekte Zeit, um hier ein Gespenst auszutreiben. Das ist natürlich immer gut. Was brauchen wir noch? EMF haben wir da drin. Parabol hätten wir. Kannst du mal checken, wo der Stromkasten ist? Ich check mal kurz Sanity von allen. Wir sind noch im guten 80er Bereich. Gute 80er. Der Stromkasten, weißt du, wo der ist? Links bei dir, glaube ich, in der Garage ist er. Oder unten im Keller. Hör doch auf, hier die ganze Zeit die Zahnpasta rumzuwerfen. Was ist denn mit dir? Ah, sehr, sehr beruhigend. Sehr beruhigend.
Haben wir dich gerade gestört? Wow. Oh ja. Bis, oh, Steffen ist am Kacken. Hast du gerade die Türe zugemacht? Ja, ne? Nein. 1,6 Grad. Alter, das bist du, Steffen, oder? Tatsächlich. Oha, du bist ja voll weit weg. Ja, eben. Du kannst. Oh, okay, ich dachte gerade, oha, voll aggro die Linde. Mit einem Mausklick, also ich klick. Das weiß ich nicht. Hallo. Hey, bist du schon zu der Tür gegangen? Das bin ich aber nicht. Oh, ich habe einen Knochen gefunden. Hier hat jemand eine Kamera dabei. EMF. Ich spül dich runter. 0,4 Grad, also irgendwie geht's nicht mehr da runter. Ich hol kurz eine Cam. Machen wir ein paar Pictures hier. So ein paar Nude Arts. Warte mal, wo hatte ich den Knochen? Hier. Danke. Komm mal mit. Sag dir mal, warum die übelst unsympathisch ist. Warum? Komm mit. Die hat Katzenspiel. Das ist eine Katzenhalterin. Die kann nur aggro sein, oder? Die kann nur aggressiv und einsam sein. Ich schwöre. Oh, bei Steffen hat das Licht geflackert? Hier? Echt? Im Flur, ja. Ah ja, komm her. Vorher war sie die Heizung. Warte mal, was ist, wenn die gar nicht hier im Badezimmer ist? Sondern ja, hier... Ich hab jetzt schon dreimal die EMF. Ja, okay, dann wird es schon stimmen. Aber es reagiert auf alle, ne? Die lässt sich aber ganz schön Zeit hier, das gefällt mir gar nicht. Ich höre sie. Warte mal. Ja. Sure steps, ja. 4 Dezibel, aber da hinten in dem Raum habe ich sie gerade gehört. Mit dem Parabol. Okay, weird. Wo ist die Trulla jetzt schon wieder hin? Also die Aufgabe ist geschafft. Ja? Ja. Okay, dann schmeißt das Parabol hier raus. Achso, warte, ne. Sollen wir eine Sanity nehmen? Ich weiß nicht, ob wir brauchen. Was brauchen wir denn noch? Verwende Kruzifix. Wie viel haben wir? 2. Eins habe ich schon drin reingeschmissen. Eins habe ich schon reingeschmissen, wollte ich gerade sagen. Ich kann schon nicht mehr reden. Problem ist aber, ich sehe die halt auch nicht im Dots, ne? Und ein Orb haben wir auch nicht. Was mega frustrierend ist. Was hast denn du mit dieser Klospülung? Ne, die läuft hier nicht durch. Die macht, was sie will, Alter. Hallo. Türe? Ja, hier im Badezimmer. Ich hab mich gerade einfach versteckt. Wie ist bei dir? Also, die war sauer, oder? Naja, sauer nee, aber...
Lass mal die Türe offen, Linda. Aber habt ihr die im Dot gesehen? Nee. Miss Carrington. War das Karen? Ist sie in den Keller oder habt ihr zugemacht? Ich hab nicht zugemacht. So, nimm mal den Bewegungssensor. Place den mal hier, bitte. Macht mehr Sinn. Oh, Bild geflogen. Wo? Hä, wo ist... Hier ist gerade ein Bild geflogen hin. Drop das mal hier her. Schreib in das Buch, Linda! Schreib was in das Buch! Oh Gott, hast du die Tür zugemacht? Mhm. Ich probiere nochmal mit der zu babbeln. Aber die reagiert auf alle. Könnt gern da bleiben. Wo bist du? Okay, die will nicht. Geh noch mal kurz raus und hol noch mal Räucherstäbchen oder so. Hm, die ist böse. Die ist richtig böse. Wir haben keinerlei Hinweise. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Geht's euch gut da drin? Leute, geht's euch gut? Ja, ja, alles gut, alles gut. Bist du im Auto? Ja, ja, ich beobachte. Würdet ihr mir ganz kurz im Flur einmal das Licht ausmachen? Nur da, wo der Dotz ist. Direkt vor mir, hat die Türen hinter mir zugemacht, aber hat mich in Ruhe gelassen. Guck dir mal hier aktuelle Gesamtaktivität. Ganz oben, Digga. Die stand direkt vor mir. Wer hat denn das Tablet hierher geworfen? Ich hab ein bisschen abgegradet. Aha. Aber warte mal, ich will halt irgendeinen Hinweis haben, aber du siehst nichts, ne? Nichts im Badezimmer, nichts im Wohnzimmer oder in dem Flur, gar nichts. Ja, nur EMF bis jetzt. Das ist doch scheiße, ist das. Geh mal auch kurz rein. Was hatten wir EMF für ein Level? Gut. Oh nein, oh nein. Die ist bei euch, die Kamera ist verzerrt. Bei dir los, irgendwo bei dir? Ich hab mich hart versteckt. Ja, ich hab die fast nicht gefunden. Ja, wenn dann der Mensch trifft, nix, der hat eine Sanity mit 30. Du kann man sterben. Bleib in der Ecke. Psst. Ich glaub, die ist weg. Tür ist zu. Die ist in der Garage, lass mich raus! Oh Gott! Oh mein Gott! Warum ist denn die so pisst, Alter? Was ist mit der? Die ist nie aggressiv, die greift nie an, ne? Wie, die greift nicht an? Das war gerade eine emotionale Vergewaltigung, war das. So, Räucherstäbchen, Junge. 82 Sanity, jetzt gehe ich da nochmal rein. Kommt ihr mit, oder? Putzifix müssen wir machen, gell? Ja, ich habe jetzt mal Räucherstäbchen einpacken. Aber wir haben halt... Warte mal, was haben wir denn jetzt eigentlich alles an Beweisen? Nur im F5. Ja. Und kein Gefriertemperatur eigentlich. Geisterbox wollte sie auch nicht. Geisterorb haben wir auch nicht. Und Dots haben wir auch nicht. Dann wäre es der Mai Ling. Aber mit dem Rausstreichen bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Und der Goryeo, oder? Nee, warum? Wenn du Gefriertemperaturen raus, Geisterbox raus, Geisterorb raus und Dots raus, dann bleibt nur noch der Mailing. Achso, Dots raus, ja. Jetzt machen wir die letzte Mission, dann immer den Mailing und dann ist doch cool. Und wenn es dann der auch ist. Also Fingerabdrücke haben wir halt gar nicht, gell? Ja, das müssten wir jetzt mal gucken. Die hat doch hier diese Türen zugemacht. Ja, wir haben gar nichts, gar nichts. Leuchtet mal mit Schwarzlicht hier an diese Türen. Hä, bist du durchgeglitscht? Hä, die ist offen. Hä, die ist bei mir zu? Sehe ich, war vorhin das Katzenbild geschmissen, dann kam sie. Ja, die ist sauer. Hä, was denkst du? Ich glaube Keller. Meinst du Keller? Oh, oh, oh.
bald kein EMF mehr dabei. Ja gut, aber wir haben auch keine Kälte hier drin, also das hätten wir dann schnell gemerkt. Ich wollte nur Zecho Angst machen. Der wartet doch hier auf uns. Und der steht da. Oh, geil. Also Linda, wir machen das jetzt ganz einfach. Wir spielen jetzt Katz und Maus. Das Spiel gefällt dir doch bestimmt, oder? Ich will aber die Katze sein. Wahrscheinlich. Die ist hier in der Garage rumgerannt, die Irre. Hä, wo ist denn die? Ja, okay, Geisterbuch hat sie auch noch nicht angepackt, ne? Ich weiß nicht, ob das der richtige Raum ist hier, Leute. Hier kam sie mir entgegen vorhin. Hier im Flur? Ja. Oh, ich weiß nicht. Warte mal. Wenn wir das so das machen. Das Badezimmer war auf der kältesten Raum. Der hatte 3 Grad. Habt ihr die Steps gerade gehört? Nee. Ja, aber dir flackert. Linda! Wo bist du? Komm, zeig dich. Linda, ich zerstöre dein Porzellan! Alter, ich hab gedacht, beim Porzellan hört der Spaß auf. Der Fluchtreflex ist real. Oh! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich hab sie geräuchert! Raus, 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 raus! Die wollte mich so tot sehen. Wow, die wollte mich so tot sehen. Alter, guck, guck, beim Porzellan hört der Spaß auf. Liebe Leute, es tut mir wahnsinnig leid. Ich habe so hart ins Mikrofon geschrien. Ja, was machen wir jetzt? Ja, das ich habe noch eine Hand frei. Das ist eine gute Frage. Ghostbox hat sie nicht reagiert. Bewegungssensor, gell? Ja. Oh, aber ich sehe sie nicht. Ops, auch keine. Mm-mm. Was auf der anderen Cam? Hm. Ah, doch! Dort ist er, ich hab's ja gesehen. Ja, im Dots. Die, ja. Die ist dort? Ja, Dots ist durchgelaufen. Okay, EMF Level 5 haben wir und Dots haben wir. Das wäre dann Gespenst, Goryo. Raichu, Oni oder Goryo. Aber wir haben kein Dots. Warte mal, mach mal die andere Cam. Und da ist sie wieder durchgelaufen. Nämlich schau mal Gefriertemperaturen, da muss der jetzt was sein. Bin bei dir. Oh Gott, die ist direkt vor mir verschwunden. Keine Gefriertemperaturen. Lass raus, lass raus. Oh Gott, lass raus. Was ist mit der? Mann, was ist denn mit der? Oh Gott. So, jetzt sind aber auch bald alle Räucherstäbchen weg, Junge. Sanity wieder sowas von Jock. Die Friertemperaturen, das können wir uns die Haare schmieren. Das können wir wirklich streichen. Ich war gerade voll egoistisch und habe einfach die Sanity genommen. Wir haben nur noch eine Packung.
Na toll. Hast du das Schwarzlicht, Zecho? Negativ. Ich hab. Achso. Ich bin drin. Ich komm. Scheiß, bist du drin. Hockt der hier hinter der Hecke. Oh nein. Oh, die ist in der Küche. Okay, let's go. Ja, guck mal, ob die da ist. Linda, ja, 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 du geiles Stück. Fingerabdrücke sind da. Wo? Nee, sind nicht da. Das war das Shampoo. Du musst hier an die Türe, an das Glas oder so. Oh, die ist hier durchgelaufen gerade. Leuchte alles ab. Leuchte es ab. Da ist gar nicht. Hat die ins Buch geschrieben? Nein. Leuchte mal direkt hier aufs Glas. Hast du da echt nichts? Nichts. Shit, Alter. Aber wo warst du vorher, wo die war? Also ich war hier in der Ecke, aber die, ach so, ich war hier in der Ecke. Die ist an der Couch, ist die verschwunden. Die muss doch irgendwo, lass mal das Haus durchkämmen kurz. Die muss doch irgendwo Fingerabdrücke hinterlassen. Guck mal hier, die Türe war doch nicht zu, oder? Die wird gleich so hart kommen. Warte mal, ich hab sie gehört. Oder? Siehst du hier irgendwas? Ich hab Gefriertemperatur. Oh mein Gott! Oh, scheiße! Ich hab gedacht, das wäre der Atem. Hast du Gefriertemperatur? Nein, 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 das war sie. Das war sie, das war wie so ein... Achso, ich dachte, du hast ein Thermometer. Sie hat was angefasst. Sie hat irgendwo eine Türe zu... mir ist schwarz vor Augen. Ich glaube... Ja. Ich glaube, wir haben den falschen Raum, Alter. Echo, sag mal, wenn du die siehst. Leuchte mal hier die Türen ab und so. Sehr beruhigend. Hey, ich leuchte alles ab, da ist jeden. Hier an der Türe? Nein. Ja gut, kann es aber keine Fingerabdrücke sein, ne? Oh Gott. Ich bin an euch vorbeigelaufen. Wir haben auch keinen Scheiß. Wir haben es mitbekommen. Die ist hartnäckig, Alter. Also Fingerabdrücke auch nicht. Dann ist es entweder ein Reitschuh oder Gespenst. Ja. Aber für Gespenst müsste sie reden. Das heißt, ich gehe da jetzt nochmal rein und versuche mit ihr zu quatschen. So machst du das. Okay. Reitschuh wäre Orb, oder? Im Keller. Wieso? Ich hab sie abgewehrt mit Räucherstäbchen. Holt mich hier raus. Sie kommt in den Keller. So, liebe Leute, ich muss jetzt ganz leise sein. Weil der Geist hört. Die Leute reden, also die Spieler. Okay, ich probier's. Ich versuch rauszukommen. Oh Gott, renn doch! Oh Gott! Lass mich raus! Oh Gott! Alter, was für ein Move ich gemacht hab!
Ich hab die so hart weggeräuchert und bin dann abgehauen vor der. Da, Digga! Nein, nein, nein! Oh. Mein. Hast du was? Hat die mit dir geredet? Nein, null, Alter, die ist so hartnäckig. Was ist denn mit der? Wenn wir jetzt Geisterbock streichen. Ich konnte nicht mit ihr reden, die wollte mich töten. Ich habe noch gar nicht mit der geredet, die wollte mich sofort instant umbringen. Es wäre ein Raichu, wenn sie nicht redet. Okay, warte mal, ich hole noch mal das letzte Räucherstäbchen und gehe noch mal rein. Wehr die mal lieber mit dem Kruzifix ab. Da hat man die Aufgabe noch. Ja, aber das geht nicht, das kriegen wir doch nicht hin. Ja, komm, wir gehen rein. Mit einer stirbt. Okay, let's go. Okay. Alter, Linda ist hartnäckig. Also Linda ist definitiv hartnäckig, Leute. Die heißt übrigens Lucy. Heißt sie Lucy? Huch, ich hab ganz halt Linda gesagt. Ist sie gerade durch dich durchgelaufen? Ja. Okay, ich probier's. Wo bist du? Lass raus! Oh mein Gott! Was ist denn mit der? Wo war die? Die war mitten im Flur, die stand die ganze Zeit neben mir. Die ist vom Flur in den Keller gerannt, dann wieder raus, dann stand sie vor mir. Ich habe geräuchert wie ein Weltmeister. Dann ist sie wieder abgehauen, ich bin zu dir ins Wohnzimmer gerannt. Was ist denn mit der? What the fuck? Wie viel Sanity haben wir noch? Ich glaube null. Am Arsch, Alter, warum... Oha, die ist... Was ist mit der? Die ist richtig verwirrt. Also, Techo, jetzt darfst du mal reingehen und... Ich wieder jetzt, ne, genau. Jetzt habt ihr sie dreimal richtig aggressiv gemacht, jetzt darf ich da reingehen. Das war schon am meisten Sanity. Ja, nein, jetzt hab ich am meisten Sanity, ne? Ey, scheiße. Habt ihr mal was aus euren Pillen gemacht, die ihr geschluckt habt? Ich nehm das Feuerzeug, ja. Alter, was ist denn mit der? Also Leute, ich würde sagen, wir raten jetzt auf gut Glück, weil weiter kommen wir da gar nicht. Also Geisterbuch hat sie auch nicht reingeschrieben, dann bleibt es immer noch Gespenst und Raichu. Wenn wir Orb rausstreichen, ist es ein Gespenst. Irgendwas muss sie. Also Geisterbuch, Geisterbox, Geisterob, Fingerabdrücke, irgendwas davon muss die machen, weil wenn du alles rausstreichst, hast du gar nichts mehr. Ja, aber wenn wir jetzt EMF Level 5, ja, Dots, ja. Wenn wir sagen, okay, Geister Orb. Achso, nee, aber Dots hatten wir doch gar nicht, oder? Doch. Nee, Dots hatten wir nicht. Dot Projektor hatten wir. Ah, okay.
Ich dachte, du siehst den Geist auch so, du siehst ihn nur so grünlich. Nee, du siehst die ja durch die Dinger da rennen. Das heißt, jetzt gehen wir mal davon aus, die würde in die Geisterbox reinbabbeln, wenn sie Bock hätte. Dann wär's ein Reitschuh. Nee, dann wär's ein Gespenst. Ja, ich hab Gespenst. Ja. So, Stunde der Wahrheit. Also die war mad. Die war ganz, ganz komisch, Alter. N'Goyo. Boah, das glaube ich ja nicht. Was hat er? In welcher Welt? So, liebe Leute, an dieser Stelle endet der Spuk wieder einmal. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid, ein Däumchen nach oben, abonniert den Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen. Und in diesem Sinne, bleibt geschmeidig. Bis zum nächsten Mal.